was Joko dann prinzipiell vorschlägt, ist ja in die Verantwortung hineinzugehen. Also Verantwortung zu übertragen. Er macht das natürlich immer sehr gefühlvoll. Also er würde nie jetzt irgendwie hergehen und sagen, ja, super, du bist jetzt für alles verantwortlich und wunderbar, macht das und wird schon werden und viel Spaß damit. Ne? Sondern er hat einen sehr differenzierten Ansatz, der unter Anführungszeichen vom Mikromanagement bis zum du hast das sicher alles im Griff, mach nur, reicht. Also wirklich eine ganze Bandbreite. Und er sagt, das ist auch das Einzige, was Sinn macht und da muss ich ihm vollkommen recht geben, weil wenn du das einfach durchdenkst, ja, dann ist es eben genau das. Ne? Okay, du gibst dir mal eine kleine Aufgabe, ne? Und diese kleine Aufgabe, wenn die gut erfüllt wird und die halt eben auch groß genug geschnitten ist, sodass sie lösbar ist, ja wunderbar, dann wissen beide, weil wächst auf beiden Seiten das Vertrauen. Und Vertrauen, das ist auch so ein Riesenthema, glaube ich, in der Führung. Und von dieser kleinen Aufgabe kannst du einfach so in eine bisschen größeren Aufgabe gehen und immer weiter sozusagen das tun. Und bis du sozusagen dann irgendwo auf einer Ebene bist, wo du sagst, super, ja, da brauche ich nur mehr sagen, das hätte ich gern. Der andere checkt aber, ob er eh verstanden hat, was gemeint ist und du bist dabei. Und ich glaube, gerade in so einem Fall, der vielleicht, und ich glaube, das ist so ein bisschen die dahinterliegende Geschichte, dass es immer wieder passieren kann, du denkst an dieses Potenzial, an dieses Talent, was vielleicht dahinter liegt, aber durch zum Beispiel Unterforderung, wie in der Schule ähnlich, ja, kann es dann sicher leicht passieren, dass derjenige halt ein bisschen gelangweilt ist.